So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt, weil ich habe die beiden Fenster auf. Ja, das war gerade schon wieder Chaos pur. Also, ach Mann, ey. Jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen, durchatmen. Ich bin 25 Minuten später los, als ich eigentlich wollte. Weshalb ich heute im Auto sitze und jetzt hier losfahre, ist, dass ich in die Stadt muss. Und zwar muss ich ein Paket abholen. Normalerweise sollte das Paket erst heute zugestellt werden. Aber dann hat sich die Sendungsverfolgung alles so extrem schnell geändert, dass das schon gestern zugestellt werden sollte oder wollte. Das Problem ist aber, ich war gestern nicht zu Hause und das ist ein Paket mit Identitätsprüfung. Und ich muss selber unterschreiben und bla und blub. Aber ich weiß, ich kann es heute auf jeden Fall abholen, weil ich habe schon die Nachricht bekommen, dass das schon in der Filiale bereit für mich liegt. Also von daher alles safe. Da bin ich schon froh drüber. Deswegen fahre ich da jetzt hin. Beziehungsweise meine Schwester hat dann noch die Idee bekommen, ja, du kannst ja dann noch die und die und die Pakete mitnehmen. Ja, jetzt fahre ich erstmal zum UPS-Standort, bringe da jetzt ein Paket weg und dann fahre ich zur Post. Und dann fahre ich noch zum Lidl. Ja, und ich dachte mir, da die Post ja, weiter in der Stadt liegt, das heißt, ich muss laufen und die Pakete sind halt alle nicht ganz so leicht, habe ich mir jetzt den Kinderwagen mitgenommen und Maya Maus geschnappt. Ich wollte aber jetzt nur den Maxi-Cosi mitnehmen und dann habe ich die Adapter gesucht und boah, das war jetzt gerade nervig. Und dann musste ich noch den ganzen Wagen wieder umbauen sozusagen, also das Auto hier, weil wir gestern den Sitz ausbauen mussten. Ja. Also schon Stress pur hier. Aber gut, haben wir jetzt geschafft. Was auch gut ist, ich kann dann direkt mal ins Postfach gucken, ob da was angekommen ist. Weil eine Zuschauerin schon seit einiger Zeit schreibt, sie hätte einen Brief geschickt. Und ob da was angekommen ist, das kann ich dann auch gleich direkt mal abchecken. Und gestern habe ich einen ganzen Schwung Autogrammkarten wieder losgeschickt und habe das dann bei einer anderen Annahmestelle weggeschickt und da war eine Dame, die mich so kirre gemacht hat, von wegen, die wären nicht großzügig frankiert worden, bla und blub, und da dachte ich mir so, okay, dann guck mal ins Postfach rein, weil ich habe als Absender mein Postfach angegeben, das heißt, wenn Karten zurückkommen, dann nur ins Postfach. So, so der Plan für heute. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich euch jetzt einfach mal hier ein bisschen mit. Jetzt muss ich hier mal gucken, wo ich denn dann hier parken kann. Ich glaube, ich parke jetzt mal eben direkt hier. Ziehen wir ein. So, wir sind wieder da. Wieder im Auto. Jetzt geht's weiter zur Post. Nächste Station. Also ein Paket habe ich schon losbekommen. Da habe ich auch so ein bisschen gezittert, weil ich den Paketschein tatsächlich schon seit einem Monat liegen habe. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, ja, hier hinzukommen. Deswegen, ja, jetzt aber. Das Paket ist weg. Jetzt geht's zur Post. We'll be right back.
So, die Mausi habe ich heute ein rosafarbenen Pullover drunter gezogen und eine rosafarbene Mütze. Und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Ich liebe dieses Outfit gerade an ihr. So süß. Ja, kleine Maus, die. Und dann geht es jetzt hier auch direkt mal los. Abmarsch Richtung Post. Irgendwie ist es gerade schön, mal wieder Kinderwagen zu schieben und mit einem kleinen Baby wieder unterwegs zu sein. Keine Ahnung, ich genieße das gerade. Jetzt hoffe ich, dass bei der Post alles glatt läuft. Auch mit den Paketen von meiner Schwester. So, Post habe ich hinter mir. Paket habe ich bekommen. Die anderen Pakete sind alle weggeschickt worden. Und in meinem Postfach lagen zwei Briefe drin. Vielen, vielen Dank dafür. An die, die mir die Briefe geschickt haben, lese ich dann zu Hause. Und eine Karte ist tatsächlich zurückgekommen. Allerdings weiß ich nicht, was das jetzt für eine Adresse ist, weil hier steht drauf, dass der Empfänger an der angegebenen Anschrift nicht ermittelt werden konnte. Deswegen weiß ich es jetzt nicht, was da los ist. Muss ich gucken. Ansonsten ist nichts zurückgekommen. Also müsste alles bei euch angekommen sein. Jetzt überlege ich gerade, ob ich hier ein bisschen noch in der Stadt bummeln soll. Aber eigentlich müsste ich zum Lidl. Ich habe noch ein Stündchen. Dann müssen die Großen vom Kindergarten abgeholt werden. Ich wollte nämlich eigentlich gerne schon länger mal gucken gehen, ob in dem einen Geschäft wieder was drin ist. Weil da war damals mal Zeman drin. Und Zeman ist ja hier bei uns in der Stadt raus. Ist ja nur noch ein Ort weiter. Und deswegen wollte ich mal gucken, ob da jetzt was Neues drin ist. Hier ist die Maya-Maus. Die süße Schnecke. Ist gerade irgendwie so schön, mit ihr wieder einfach mal rauszugehen. Unterwegs zu sein. So, da bin ich wieder. Ich war gerade noch bei dem Cody drin. Aber da gefällt mir gar nichts. In dem Geschäft da hinten, das ist irgendwie aufgeteilt worden. Und da sind jetzt zwei verschiedene Sachen drin. Sagt mir aber nichts. Ich gehe jetzt aber wieder zurück zum Auto. Da steht er. Und dann geht es jetzt erstmal zum Lidl. Da hole ich dann noch ein paar Kleinigkeiten. So. Einmal wieder alles einpacken. Das Paket packe ich jetzt erstmal nach hinten. So Durst gerade und ich merke, dass ich Kopfschmerzen kriege, deswegen jetzt was trinken. Was mich nur irgendwie beim Postfach extrem ärgert, ich habe jetzt schon zigmal das neu eingestellt, dass ich eine Nachricht bekomme, wenn Briefe ankommen, wenn die Post das schon anbietet. Warum funktioniert das Ganze dann nicht? Mal hier Lidl. So. Oh, ernsthaft? Haben jetzt so viele die Idee und den Gedanken hier. Sonst nehme ich den Kinderwagen mit. So, auf geht's. Einmal ab zum Lidl mit Maya. So, da bin ich wieder. Jetzt geht's nach Hause.
Jetzt habe ich irgendwo hier meinen Schlüssel hingeschmissen. Super. Ach, ich habe ihn gehört. Er ist im Kinderwagen. Wusste ich doch. Oh. So. Ich hole die Großen jetzt vom Kindergarten ab und dann fahre ich nach Hause. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich zu Hause noch mal melde. Ich glaube aber nicht. Von daher würde ich mich jetzt gerne hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich nach langer Zeit mal wieder komplett alleine mit nur einem Baby, mit Baby Maya, zu begleiten heute hier. Ich wünsche euch an dieser Stelle natürlich noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und dann sehen wir uns definitiv ganz, ganz bald wieder.